Es ist das älteste Gewerbe der Welt und hat bisher noch jede Krise überstanden. Prostitution, Sex gegen Geld. Doch in Zeiten von Corona war auch hier der Umsatz schon erheblich abgestürzt. Also in der letzten Woche ist das Geschäft deutlich um 50% runtergegangen. In den Nachtstunden merkt man von Stunde zu Stunde immer mehr, geht das Geschäft dann auf Null, weil in Berlin seit mehreren Tagen kein Nachtleben mehr stattfindet. Inzwischen hat die Bundesregierung alle Bordelle geschlossen, wie auch schon Clubs, Bars und Diskotheken. Ein vollständiges Ende von Sexarbeit in Zeiten des Coronavirus dürfte das allerdings nicht bedeuten. Es gibt einige, die ziehen sich komplett zurück aus dem Business jetzt, aus Sicherheitsgründen, wegen ihrer Sorge um ihre Gesundheit. Es gibt andere, die arbeiten weiter, stellen zum Beispiel Desinfektionsmittel zur Verfügung, sodass sich die Kunden dann entsprechend desinfizieren müssen. Das allerdings ist kein ausreichender Schutz vor Corona, warnen Ärzte. Denn bei so engem Körperkontakt ist es höchstwahrscheinlich, dass sich das Virus weiter ausbreitet. Die Sorge ist nun, dass viele Sexarbeiterinnen jung sind und sich nicht allzu sehr um eine Infektion sorgen. Etliche ihrer Kunden aber sind älter als 50 Jahre und damit einem deutlich höheren Risiko von Komplikationen bei einer Erkrankung ausgesetzt. Doch ob sich das Rotlichtmilieu davon beeindrucken lässt, steht auf einem ganz anderen Blatt. Oft geht Prostitution mit Drogenhandel und organisierter Kriminalität Hand in Hand. Verschwiegenheit ist in der Szene gerade Behörden gegenüber normal. Solange diese Infektionskette rekonstruiert werden muss, müssen ja auch Kunden als auch Sexarbeiter im Falle einer Infektion rückwirkend die Kontakte offenlegen, das heißt auch die Namen offenlegen, was teilweise ja gar nicht möglich ist, weil man die Namen nicht kennt, weil man in der Szene im Regelfall anonym miteinander umgeht und auch Künstlernamen hat. Etwa 33.000 Prostituierte sind nach offiziellen Angaben in Deutschland angemeldet. Schätzungen gehen allerdings davon aus, dass bis zu 400.000 Frauen und Männer illegal dem ältesten Gewerbe der Welt nachgehen. Oft auch als Zwangsprostituierte. Heißt, während angemeldete Bordelle dicht machen, dürfte die illegale Prostitution weitergehen. Denn die Regeln in der Szene sind trotz Corona klar. Alle wollen lieber mehr Geld als weniger Geld. Aber ja, das sind halt jetzt im Moment die Ereignisse, die sich überschlagen. Die Folgen aber sind ausgesprochen ernst. Wie viele Prostituierte ihre Gesundheit oder die ihrer Kunden riskieren, um über die Runden zu kommen, ist unklar. Der Staat dürfte in den nächsten Wochen alle Hände voll zu tun haben, um in der Rotlichtszene eine weitere Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Von einer erfolgreichen Quarantäne ganz zu schweigen.